Hallihallo, ihr seid wie ich heute bei Shoki Banoki New Television gelandet und zur Sendung Daily, eure Tagesdosis. Angeberwissen, genau. Richtig. Ja. Ich bin der Sagi und das ist der Till. Till von dem YouTube-Kanal Till und sein Vlog. Ja, muss man unbedingt checken. Und heute haben wir den 30. September und heute haben wir auch ein Geburtstagskind und das ist Martina Hingis. Kennst du Martina Hingis? Das ist eine Tennisspielerin. Ja, Martina Hingis, geboren 1980, Tennisspielerin aus der Schweiz und aus der Slowakei. Da ist es kalt gewesen. Ja. Ja. Woran erkennst du das? Ach, nur so. Naja. Und vielleicht war sie auch nur geschwitzt. Wirklich. Ja. Am 30. September ist auch noch was passiert. Ja. Wann war das? Das war 1989. Ja. Und zwar gibt es da diese berühmte Rede quasi, wo Genscher auf dem Balkon steht, in der Botschaft in Prag. Und Prag und Warschau wird erlaubt, ja. Auf jeden Fall hat er doch den DDR-Flüchtlingen erlaubt, also auszureisen. Also die waren in der deutschen Botschaft und durften dann quasi die DDR-Flüchtlinge. Genau. Genau, durften dann 1989, durften die dann rüber machen. Richtig. Und das war am 30. September. 89. Ja, am 30. September ist auch der Tag des Übersetzens. Do you understand? Sure. Heute ist der Tag des Übersetzens. Muss man auf jeden Fall mal was übersetzen. Ja, du kannst ja dir die Arbeit machen und kannst Untertitel bearbeiten fürs Video. Aber da habe ich so richtig Bock drauf. Ja, ich weiß. Ja. Was ist noch am 30. September? Ja, ist schon ein bisschen länger her, 1911. Ja. Da ist in Pennsylvania die Austintalsperre. Ah, das ist so eine Gedenktafel. Das ist nur die Gedenktafel, ja. Aber auf jeden Fall, da kam es zu einem Unglück und das war die zweitgrößte Flutkatastrophe in Pennsylvania und es starben 78 Menschen. Ich übersetze es gerade hier. Für mich ist der Tag des Übersetzens. Ja. On September 30th, 1911, the Bayless Pulp and Paper Corporation brach hier. Mhm. This concrete... Egal. Auf jeden Fall, heute ist Tag des Übersetzens, der Damm brach und Hingis hat Geburtstag. Und was ist noch am 30. September? Die DDR-Flüchtlinge durften ausreisen, genau. Das ist das Angeberwissen, was ihr jetzt mit rausnehmen könnt. Wir haben es euch sozusagen kredenzt. Morgen geht es weiter. Ich freue mich auf euch. Cheerio, Miss Sophie.